Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er ist begraben und 3 Tage gestorben. Nachher war ich gebannt hier wegen irgendwelche Propagandasachen. Ich muss euch weggehen hier, oder? Ich darf das gar nicht streamen. So eine Verschwörung. Leute, du tust deinen Glauben in Jesus Christus setzen und du beginnst ihm nachzufolgen. In dem Moment bist du erleben, jede Sünde in deinem Leben. Ich muss sagen, ich distanziere mich von jeglicher Aussage. Ja. So, meine Freunde, wir sind jetzt bei 2 Stunden angelangt. Ziel haben wir erreicht. Aber wir wollen ein bisschen drüber kommen. Und ich glaube, heute werden wir eh nicht auf 2 Stunden kommen, auch wenn wir jetzt bis 2 Stunden 15 live sind. Weil der ganze Tierpark war ja tot. Schade eigentlich. Also durch den Tierpark kann man nicht gehen. Ich bin echt mal gespannt, wenn wir jetzt ein Jahr IRL machen und ich irgendwann dann ein besseres Equipment habe mit mehreren Speicherkarten, also Internetkarten, ob dann Tiergarten geht. Ne? Wieso ist da so ein Lauding neben deinem Kopf? Wie, mein Kopf ist ein Lauding. Was? Und ich wende mich zu dir. Jesus, komm in mein Herz und mach mich. Was? Jesus, komm in mein Herz? Ich muss echt hier weg. Ich krieg nachher noch einen Bann, irgendwelche Sachen hier. Mein Kopf weiter rechts? Keine Ahnung. Das ist kein Lauding. Sozial. Andere rechts. Keine Ahnung. Ist doch ganz egal. Ist doch wurscht. Vielleicht lädt er irgendwas. Guckt euch mal den schönen Sonnenuntergang an. Was geht ab, guys? My name is Dennis Herber from Germany. I'm here to share the gospel. You're Influencer, what? Ja, aber nur ganz klein. Was machst du? Egal, darf ich kurz auch mit dem sprechen? Ja, klar. Hallo, meine Lieben. Ich will euch was zeigen. Schaut euch dieses Bild an. Das ist Jesus, der heute an eure Herzenstür klopft. Warst du auch gerade da gewesen? Also ich mach noch kurz weiter, ja, okay? Okay, mach. Ihr klopft heute an eure Herzenstür, aber das Ding ist, diese Tür hat nur eine Klinke von innen. Nur wir können sie aufmachen. Oft ist es, wenn wir beten, so, als würden wir durch eine verschlossene Tür beten. Wir wissen, da ist was, aber es kommt nicht so richtig an. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt einen Rucksack auf. In den Rucksack tun wir alle eure Sünden rein, wo ihr mal gelogen habt, unhöflich zu eurer Mutter wart, über Freunde gelästert habt. Egal, was sie falsch gemacht haben, ihr tut alles in den Rucksack rein. So, jetzt stelle ich euch die Frage, denkt ihr, euer Rucksack wäre schwer? Mein Rucksack war sehr, sehr schwer. Ich musste mal so laufen. Und das ist die Schuld, die uns von Gott trennt. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt bei der Bank 1 Million Euro Schulden. Jeder einzelne von euch. Aber heute ist ein guter Tag, ich habe einen Scheck für jeden einzelnen von euch über 1 Million Euro. Und mit dem geht ihr zur Bank und löst ihn dort ein. Was ist damit dann mit deiner Schuld? Bei der Bank. Weg. Amen, die ist weg, die ist ausgeglichen. Und das ist genau das, was Jesus für euch am Kreuz getan hat. Er ist aus Liebe zu euch ans Kreuz gegangen, hat dort sein Blut vergossen, ist gestorben und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und heute ist er hier. Klopft an eure Herzenstür und hat einen Scheck für euch unterschrieben mit eurem Namen drauf. Wie ist dein Name? Martin. Martin hat auch einen Scheck für dich unterschrieben mit seinem Blut für dich und den will er dir gerne geben. Okay. Wenn Jesus jetzt gerade hier wäre, würdest du ihm die Tür zu deinem Herzen aufmachen? Ja. Amen. Machen wir. Pass auf. Ich bin dabei. Pass auf. Natürlich. Jesus ist so. Den Wind, ne? Den können wir nicht sehen, oder? Nee.
aber fühlen. Wir können fühlen, genau. Richtig, genau. Martin, darfst du dich beten? Marci, nicht Martin. Marci? Marci. Marci. Genau, Marci. Marci. Genau, bist du schwieriger, Marci, aber richtig. Marci, darf ich dich beten? Ja, natürlich. Dass der Heilige Geist dich jetzt berührt, okay? Okay, mach. Danke, Vater im Himmel. Danke, Jesus Christus. Danke, Heiliger Geist. Danke für Marci. Danke, dass du jetzt dein Herz berührst. Danke, dass du jetzt ihn mit deiner Liebe, mit deiner Gnade und mit deiner Hoffnung erfüllst. Danke, dass du wirkst. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Martin, was hast du gefühlt? Marci. Marci, sorry. Ja, jetzt fühle ich mich frei. Du fühlst dich frei? Richtig frei, genau. Halleluja. Martin fühlt sich frei. Jesus hat gewirkt. Fühlst du, jetzt bist du noch auf einem Weg ohne Jesus. Willst du umkehren und Jesus die Tür zu deinem Herzen aufmachen? Natürlich. Natürlich? Halleluja, das ist der beste Tag deines Lebens. Und auch jeder von euch, der das jetzt machen möchte, spricht mir einfach nach und dann habt ihr die Tür zu deinem Herzen aufgemacht. Zu eurem Herzen aufgemacht. Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Jesus? Jesus? Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Sünden. Ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Erfülle mich jetzt nach deinem Heiligen Geist. Amen. 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 Ja. Martin, Halleluja. Halleluja. Das ist der beste Tag deines Lebens. Oh. Gelobt seist du. Jeder, der Jesus angenommen hat und wenn du aus Berlin kommt, kommt gerne hier hin. Hier. Seht ihr die Termine? Ja. Macht euch einen Screenshot. 1, 2, 3. Super, Martin. Super. Martin. Ich habe auch noch eine Karte für dich. Schau mal hier die Tage rein. Mach ich. Scan das. Mhm. Und dann findest du Kontakt. Bist du noch länger klar. Hier, dann können wir nochmal austauschen. Jetzt bin ich gleich weg. Wie lange bist du noch online? Dann komme ich danach nochmal zu dir. 15 Minuten, 20 Minuten noch. Okay, 15 Minuten, ich dann tausche ich mir Nummern aus. Okay? Alles klar, machen wir. Halleluja, Martin. Halleluja. Was haben die Leute geschrieben? Hat jemand Jesus sein Leben gegeben? Der hat reingeschrieben, Martin, weil du mich Martin genannt hast. Ja, sorry. Alles gut. Hier, warte, sieht man mal meinen Namen da. Ah, warte, ich mache mir ein Foto davon. Ja, danke dafür, dass ich deine Plattform nutzen durfte. Kein Problem. Martin, dann komme ich später nochmal zu dir. Bis dann. Halleluja, der Herr segne dich. Oh, jetzt hat er unseren Namen. Ja, war interessant, oder? Gut gemacht, Martin. Martin McFly. Renn weg. Wir müssen eh gleich los. Wir trinken jetzt noch was.